Kompass, das Leder überstrapaziert. Binego Lederreparaturset. Da kommt man richtig tief rein. Wo da die ganzen Druckstellen sind schwarz. Hallo und willkommen zurück in meiner Werkstatt. Ich versuche heute mal Hochdeutsch zu sprechen, damit alle mich verstehen können, weil mein Dialekt doch nicht so der gängigste ist. Heute bin ich wieder an meinem Audi dran. Es ist ein 2007er Baujahr, hat Ledersitze und da wurde noch nie etwas gemacht. Und deshalb möchte ich jetzt mal versuchen, die Ledersitze ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Das Leder ist nicht sehr schlecht, es ist an den Ein- und Ausstiegsstellen ein bisschen aufgeraut und ich habe mir bei Amazon eine Lederkur gekauft. Das Binego Lederreparaturset, diesmal in schwarz. Es kommt mit ein paar Zubehörsachen dazu und zwar ist ein kleiner Schwamm drauf, um es aufzutragen und zu verteilen. Bei dickeren Rissen oder größeren Löchern ist eine kleine Bürste dabei, um mehr von der Creme aufzutragen. Ein Satz Gummihandschuhe ist dabei und eine Anleitung, wie es gemacht wird. Da sagt man, die Anwendungsfläche zu Beginn reinigen und trocknen, abstehende Fasern entfernen, sofern vorhanden. Reparaturcreme großzügig mit beiliegendem Bürste oder Schwamm auf beschädigtes Leder auftragen. In Anschluss etwa 1-2 Stunden einziehen lassen und nach aufgetragener Menge bis zu 24 Stunden warten. Bei größeren Beschädigungen kann die Anwendung wiederholt werden. Das Hauptprodukt ist 50 Gramm Ledercreme. Und wie gesagt, ich habe die schwarze verwendet. Ich zeige euch jetzt mal, wie die Autositze aussehen und dann könnt ihr mir zuschauen, wie ich es auftrage. Ich habe es noch nie versucht. Hoffe, es wird was. Viel Spaß! So, das sind die Sitze. Es sind S-Line-Sitze und man sieht hier bereits, wie das Leder ausgefärbt ist und ein bisschen abgesessen. Denn durch die breiten Nierenpolster hier beim Einsteigen werden sie immer so gedrückt, was das Leder überstrapaziert und es so ausfärbt. Sonst sind die Sitze eigentlich relativ in gutem Zustand. Das ganze Auto ist eigentlich in gutem Zustand. Aber hier werde ich es jetzt mal auftragen und hier unten auch und dann schauen, wie es wird. Ich muss nur aufpassen, das ist Stoff, das ist Leder, dass ich das Mittel nicht auf den Stoff bekomme. Ja, habt Spaß. So, leider habe ich jetzt schon mit der Bürste aufgetragen, aber irgendwie hat meine Kamera aufgehört aufzuzeichnen. Ich werde es jetzt weiter auftragen und hoffen, dass es weiterhin funktioniert. So, wie ich vorhin versucht habe zu erklären, für die tieferen Rillen funktioniert die Bürste gut. Da kommt man richtig tief rein. Und für den Rest nehme ich den mitgelieferten Schwamm. Das sollte besser sein für die großen Flächen. Aufpassen hier auf der Seite, dass genau das, was mir jetzt passiert ist, nicht passiert. Na, man kommt mit dem Schwamm eigentlich auch gut in die Rillen rein. So, jetzt noch den Sitz unten. Hier versuche ich mal nur mit Schwamm. Ja, geht auch gut. Aber ich bräuchte hier doch noch die Bürste, um in den engen Spalt reinzukommen, in die Naht. So, nochmal einen Schwamm drüber, ein bisschen schöner verteilen. Und das war's, eintrocknen lassen und dann sollte das ein wunderbares Ergebnis sein. Bis später. So, 2 Stunden sind um. Das Leder schaut wirklich wie neu aus jetzt. Wo da die ganzen Druckstellen sind schwarz. Also es ist genau so geworden, wie es sein sollte. Und ich werde morgen den zweiten Sitz weitermachen und eventuell bei der Rücksitzbank auch noch. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war interessant für euch und ich hoffe, ich sehe euch wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.